Angelo. Also ich glaube, das wäre nichts für mich. Angelo? Puh. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Er hat nie eine Schule besucht und als Kind seine langen Haare auf Restauranttoiletten gewaschen, obwohl er ein Superstar war. Heute ist der jüngste Spross der Kelly Family selbst fünffacher Vater, Angelo Kelly. Hallo Captain, ich bin da. Wieso hat er mit 5 Jahren schon Alkohol getrunken? Wie steht er eigentlich zu Verschwörungstheorien? Und warum wäre er mir im Nahkampf gnadenlos überlegen? Dass ich sowas noch erleben darf. Angelo! Ich bin gleich da! Sehr gut. Sehe ich im Kopf? Was ist denn hier los? Ich glaube es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, dass ich es nicht glauben kann. Du hast gar keine Ahnung, wie viele Fragen ich... Da bist du. So, ich muss erstmal sofort mit dir... Also, ich habe uns hier ganz gerecht kleine Flaschen gekauft. Jeder muss selber einschenken. Herrlich. Hast du gedient? Nein. Ich, weißt du, mein Vater hat extra dafür gesorgt, dass wir alle irische Pässe bekommen, weil er das genau vermeiden wollte, dass Schlau. Wir dienen müssten. Das hat er für sich und für die ganze Familie und wir haben beides. Also ich bin Amerikaner und Ire. Aber du hast keine deutsche Staatsbürgerschaft? Nein, nie gehabt. Ah, und in Amerika muss man ja nicht. Oh Mann. Vielleicht Partystimmung. Du, ich bin eigentlich keine Champagnerperson. Was trinkst du? Eigentlich Wein. Oh. Weißwein, Rotwein. Oh, ich habe immer sonst Weißwein oder ich habe immer Rotwein da. Du, aber alles erst gut. Ich muss ja auch ein bisschen dazu lernen. Auf die Kellys. Guck mal, ich bin ja Kind der 90er, genauso wie du, nur auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Der eine war ein Weltstar und ich saß damals vor Viva und vor MTV. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass ich auf jeden Fall nicht zur Kelly-Fraktion gehörte. Das ist okay. Obwohl viele von uns auch lange Haare hatten damals. Okay. War das bei den Kellys? Ja, war das komisch. Oder auch die Metal-Bands Anfang der 90er. Also total, so Slash hatte auch lange Haare. Genau, so. Aber bei uns war das wohl irgendwie bei Kellys war es, die Kellys stinken. Ja. Die Kellys haben Secondhand-Klamotten. Wobei, das stimmt ja alles. Ne? Also, wir stinken immer noch. Also, wer uns kennt, inwiefern? Hast du ein Problem damit? Ich finde nicht, dass du stinkst. Also, es gibt Fat-Shaming und es gibt Stink-Shaming. Ne? Das ist Neue. Es ist Neue. Das ist Neue. Es ist Neue. Ja. Pass auf. Wo habt ihr eure Klamotten hergehabt? Wo kamen die her? Secondhand-Läden und Flohmarkt. Und du weißt, dass wenn du heute richtig Geld ausgeben willst, dann gehst du in einen Secondhand-Laden oder gehst auf den Flohmarkt. Das ist the shit jetzt. Und, aber eine Sache war cool, irgendwann in den 90ern, während des großen Hypes, da haben die irgendwann den Karl Lagerfeld mal gefragt, was er von uns hält. Und? Ich bin gespannt. Und er hat gesagt, also alle regen sich ja über die Kellys auf und so, aber wenn man genauer hinguckt, alles, was die da anhaben, das sind echt gute Materialien. Also nie Plastik oder irgendwas. Ne? Ja. Und dann auch Theaterstücke. Und er hat sofort erkannt, dass wir ein Auge für Sachen hatten. Hatten wir ein Auge, das zusammenzusetzen? Nicht unbedingt. Das war oft sehr chaotisch. Aber es war auch dadurch auch ein gewisses anarchisch. Also wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Und du kannst halt schauen, also unsere Fans, die wissen das auf jeden Fall. Es gibt viele Sachen, die jeder von uns irgendwann mal anhatte. Also ich habe getauscht. Ja, weil wir haben einfach nur geguckt, ach, ich ziehe das mal heute an. Einen Tag vorher hat es Tschischer angehabt. Oder eine Weste, die ging irgendwie durch allen gefühlt. Und ja, also insofern, irgendwie lache ich, wenn ich das sehe, aber ich finde es auch beneidenswert. Also ich glaube, so frei bin ich gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie bin ich dann doch ein bisschen verklemmt geworden mittlerweile oder ein bisschen Spießer geworden. Woran liegt es? Weil man irgendwann verheiratet ist, weil man irgendwann Kinder hat und sagt, ja. Papa, bitte, bitte, Papa, du, komm, das, bitte, zieh heute das Jackett an. Ich bin denen immer peinlich. Und, ist es so? Ja, aber das, warum? Ich glaube, wir machen halt schon Sachen dazu. Wir machen ja viel irische Musik, meine Frau mit meinen Kindern zusammen. Und das heißt, wir ziehen auch schon mal gerne auch so ein bisschen traditionelle Sachen an. Und das würde vielleicht nicht jeder Erwachsene da draußen in der Öffentlichkeit machen. Und das ist mir auch völlig egal. Aber so extrem und so vor allen Dingen, ja, völlig random, ist man halt nicht mehr, weil man älter ist und denkt halt drüber nach. Ne? Das Gehirn spielt mit. Und damals war es einfach nur machen. Wir sind beide gleicher Jahrgang, 81. Das stimmt, du bist ein bisschen älter als ich, glaube ich. Ich bin, ja, du bist 23.12., genau. Fast Weihnachtskind. Richtig, und ich bin fast 82. 20. April, ich bin Hitlerkind.
Du bist Jesus und ich bin Adolf quasi. Oh Gott, so. Das hast du so gesagt. Ja, habe ich gesagt. Ja, so, ich, also, geht ja auch. Aber als Iraner, du kannst ja. Ich bin ja einiges sagen. Ne? Ich hatte ja ein anderes Geburtsdatum ursprünglich und dann ist das ja, also nach dem iranischen Kalender. Ach so. Bist du dann älter oder jünger? Nee, die rechnen nur um. Also okay. Die Monate heißen bei uns anders, die Tage sind anders. Okay. Okay, also es fängt ein anderes Datum an. Richtig, aber alles ist die gleiche Länge so, und gleich, so. Das Jahr okay. Ist gleich, die Monate right. Sind so right. Ungefähr. Also tut mir leid, ich bin nie in der Schule gewesen, keine Ahnung von sowas. Ich bin sehr ignorant, aber jetzt. Aber ich glaube, sowas lernt man noch nicht in der Schule. Sowas lernt man, okay. wenn man. Warum gehen dann alle Iraner in die Schule? Kennt. Warum gehen dann alle in die Schule? Das ist meine Frage. Was lernen die da überhaupt? Weiß ich nicht. Sag. 15 Jahre lang. 15 jetzt schon, auch mit zwei Ehrenrunden noch. Wie viele sind es? Du warst wirklich nie in der Schule, ne? Nein. Nee, 13 oder 12. Das erste Mal, dass ich eine Schule von innen gesehen habe, war mit meinem ältesten Sohn Gabriel und sein erster Schultag. Und ich glaube, ich war nervöser als er. Und ich hatte auch, muss ich sagen, ich war ein bisschen traurig, dass ich keine Schultüte bekommen hatte. Aber wenn man mit Leuten spricht und wenn man über die Kelly spricht, dann scheint Schule so wichtig zu sein als Grundthema eures ganzen Lebens. Ja, aber die waren ja auch nie in der Schule. Wo ich mir denke, ja, aber irgendwie ist da trotzdem ein System geworden. Aber das ist in Deutschland so. Es ist ja, in Deutschland gibt es ja nach wie vor Schulpflicht. Ja. Und das hast du in fast keinem Land in Europa. Und Homeschooling existiert in den anderen Ländern. Und ich glaube, dass, oder dieses Jahr hat natürlich Deutschland zum ersten Mal Homeschooling erlebt. Sehr spontan, sehr kurzfristig, dementsprechend auch unvorbereitet, keine Systeme, die das wirklich dafür gedacht sind. Das heißt, viele haben auch eine schlechte Erfahrung damit gehabt. Aber ich merke schon, dass die Leute jetzt einen anderen Blick drauf haben, dass das nicht mehr so kontrovers ist, wie es davor noch war. Ja. Aber in Irland ist es erlaubt, da ist in der Grundverfassung drin, dass die Eltern entscheiden, ob das Kind in der Schule ist oder zu Hause unterrichtet wird und der Staat hat nur einzugreifen, wenn ein gewissen Standard in gewissen Altern nicht getroffen wird. Aber ich bin da ganz anders aufgewachsen und es hat mir mein Leben so auch ermöglicht. Also ich bin jetzt nicht in einem U-Boot aufgewachsen, aber ich habe auf einem Boot gelebt in Amsterdam. Ich habe in Büssen gelebt jahrelang und habe viel von der Welt gesehen und das wäre mit einer Struktur, wo man wirklich gebunden an der Schule ist, wäre das nicht möglich gewesen. Du hättest auch, also auch wenn ihr ganz normal zur Schule gegangen wärt, man hätte dich in gar keine Schule lassen können. Du konntest nicht mit 12 nach Angel, hättest du nicht in eine normale Klasse gehen können am nächsten Tag. Das stimmt, ja. Also die einen wären in Ohnmacht gefallen und die anderen hätten dich verprügelt. Richtig. Es hätte gar nicht funktioniert, glaube ich. Aber ich wäre auch gar nicht so weit gekommen. Ich glaube, weil letztendlich mit 12 hatte ich schon Tausende und Tausende Konzerte gespielt. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und insofern, irgendwie, das war meine Schule. Und das kann man kritisch sehen, verstehe ich. Aber in meinem Fall, ich empfand das und empfinde das immer noch als gut. Aber das ist für mich gesagt. Ich kann das nicht für alle meine Geschwister. Ich bin der Jüngste von 12. Und ich habe immer Musik schon geliebt und mich dafür auch im Nachhinein auch immer dafür entschieden, neu. Aber es ist gut möglich, dass der eine andere, dem das eigentlich gar nicht gepasst hat und er aber mittendrin war und oder sie. Und insofern, das muss man natürlich, das daran denke ich immer wieder, weil ich mit meiner Frau, meine Kinder Musik mache und immer deshalb das Ganze Angelo Kelly and Family nenne, weil der Druck mehr auf mich ist und die Kinder können sich entfalten oder auch mal weniger oder es kann auch ein mal nicht mehr dabei sein. Ne? Und ich glaube, das sind so die Sachen, die ich dadurch gelernt habe. Ja. Du hast dazu mal gesagt, ich wollte einmal zitieren. Parallelen, die zur Jackson Family gezogen wurden, das sind Klischees. Ich habe von meinem Vater keinen Druck gespürt. Für mich war das Aufwachsen in einer großen Familie wirklich nur positiv und hat mich sehr viel Liebe gegeben. Ja, ich glaube, dass die Tendenz da ist, man hat ja so Horror-Stories in der Vergangenheit, Jackson 5 oder auch ein paar bestimmt andere. Und natürlich kommt da natürlich so ein Gefühl, dass man muss das Kind schützen von außen. Insofern, ich kann diesen Aspekt verstehen, aber das ist nicht so schwarz und weiß irgendwie. Das muss man irgendwie ein bisschen mehr nuancen. Man muss genauer hinschauen. Aber wir haben auch trotzdem in den letzten Jahren auch ein
Pädagogen, einen Experten im Bereich Entertainment und Kindern, haben wir letztes Jahr bei uns auf Tour mal gehabt und danach halt so einen Bericht bekommen. Und das war ultra interessant zu sehen, was er alles sieht. Hattest du keine Angst, dass er sagt, also Angelo, sorry, aber die müssen alle auf eine normale Schule, das wird hier überhaupt gar nichts, das tut mir leid, aber die sind alle beide bekloppt. Natürlich hast du Angst, irgendwas zu hören, was du nicht hören willst. Aber, hat er was gesagt, was du nicht hören wolltest? Nein, nein. Das hat mich total erschrocken. Ich habe gehofft, dass ein bisschen mehr Kritik dabei ist. Aber er war gefühlt, also schockverliebt. Er meinte, er hat sowas noch nie gesehen. Das passt zu meinem Spiel, was ich mit dir vorhabe. Ein Spiel, oh Gott. Ist kein schwieriges Spiel. Aber das passt jetzt. Das passt jetzt sehr, sehr gut. Also, du bist mit 19 zum ersten Mal Vater geworden. Ja. Hast mittlerweile 5 Kinder und die sind alle total aufgeschlossen. Klug und die sehen auch alle sehr gut aus. Das kommt von der Mutter. So. Ich lese die Situation vor, die jeder kennt, der Kinder hat, und du sagst, was du tun würdest. Dein Kind hat etwas im Supermarkt geklaut. Oh. Wie reagierst du? Okay, also erstmal würde ich nicht ausrasten. Ich würde erstmal sagen, okay, jetzt keine Angst, erklär mir jetzt genau, was du gemacht hast, warum du das gemacht hast. Und du wirst das zurückgeben. Und wir werden auch vielleicht mit dem Chef vom Laden sprechen. Keine Sorge, ich bin da als dein Vater. Ich werde dich beschützen, wenn derjenige vielleicht unangemessen reagiert. Aber du musst diese Konsequenz auch ein Stück weit erleben, das Unangenehme danach. Und ist das schon mal passiert oder warum erzählst du das so fantastisch? Nein, als hättest du das, nein, aber weißt du was? Ich wünschte, es wäre mir passiert, weil ich habe einmal geklaut. Als ich 7 war in Amsterdam, wir haben auf dem Boot gelebt und wir haben nie Zucker gehabt oder nie Süßigkeiten gehabt. Und ich war irgendwie in der Tankstelle mit einem meiner älteren Brüdern und dann hat der ältere Bruder von mir bezahlt und ich war quasi neben ihm. Und da war in Reichweite direkt so Tic-Tacs. Und ich war da völlig so, ich habe die genommen und in meine Tasche getan. Und ich bin dann, als wir wieder auf dem Boot waren, auf dem Deck gerannt und habe vor lauter Aufregung das aufgemacht. Und da sind sie überall verstreut. Die waren alle weg. Und es war eine direkte Bestrafung. Es war direkt so, puff, weißt du? Don't do it again. Genau, in dem Moment war ich so, okay, ich hab's verstanden, ich mach das nie wieder. Und du hast nie wieder geklaut danach? Nie wieder, nee. Ich habe auch einmal geklaut. Jetzt, was? Wo wir unsere Klaugeschichten erzählen, erzähle ich. Warst du nochmal, oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Doch! Wie alt? Ist entscheidend, ein bisschen älter ist schon, wie alt warst du denn? Ich glaube, ich war 20. Nein! Ja! Es war in Tschechien oder in Polen. Wir haben so einen großen Club gespielt, so 1-2000er Halle. Und da war so ein DJ-Pult-Ding mit tausenden von CDs dahinter. Und ich habe da einfach nur mal reingeguckt. Und dann sah ich die neue CD von System of a Dawn. Oh Gott. Toxicity. Und ich musste die haben. Ich war so geflasht, ich musste sie haben, dass ich die mitgenommen habe. War das finanziell da schon so knapp, dass du die 12,80 Mark nicht in der Lage warst? Nein. Angelo, wir müssen zurück nach Tschechien und nach Polen und das den Leuten zurückbringen. Ja. Dein Kind kommt betrunken nach Hause. Wie reagierst du? Wie alt ist das Kind? 15. Okay, dann würde ich ihm erstmal helfen. Also das, ne, ins Bett und so weiter und so fort. Erstmal gucken, dass er geholfen wird. Und dann am nächsten Tag, weil in dem Zustand kannst du sowieso nicht wirklich mit ihm reden. Am nächsten Tag würde ich dann natürlich ein ernstes Wort mit ihm haben, dass das halt so nicht geht und er dafür noch zu jung ist. Und selbst wenn, dann muss man darauf achten, dass man, wenn man wirklich besoffen ist, dann halt nur mit engen Freunden in Sicherheit und so weiter und so fort, dass man sowas auch nie macht, wenn man irgendwo vielleicht dadurch in Gefahr wäre. Also ja, man muss ein bisschen aufklären vielleicht auch. Ne? Hast du es selber gemacht? Ich habe schon jung getrunken, muss ich sagen. Wie jung? Also meine Brüder, Joey und Jimmy. Ah, du bist natürlich mit einem Haufen von Brüdern und so, ja, die okay. Die haben mich mal mit 5 das erste Mal ein bisschen betrunken gemacht. Die waren Teenagers. Und fand's witzig.
Und die haben da ein bisschen, irgendwie gab es eine Sammlung von so alten Schnapsflächen, weißt du noch, die man so teilweise gesammelt hat. Und ich habe die dabei erwischt oder mitgekriegt, dass die Dinger getrunken haben und Wasser rein und wieder zu und wieder oben. Ne? Die dachten, die wären ganz klug. Und ich beobachte nur und denke, oh, die Großen, das sind meine Helden, weißt du? Natürlich, natürlich. Und dann haben die gesagt, du traust dich bestimmt nicht, einen Schluck zu trinken. Und ich so, ja klar. Ne? Und dann habe ich ein paar Mal so einen kleinen Schluck und dann war ich natürlich ein bisschen angetipst und die haben sich schlapp gelacht. Ne? Und das war mein erstes Mal Alkohol. Ja, toll, ne? Wenn man eine große Brüder hat. Große Brüder sind was Gutes, die können sie ja. Jetzt sitzt du da und ja, dein Kind will zum Islam konvertieren. Wie reagierst du? Naja, ich bin ja... Ihr seid schon gläubig, ne? Ja, wir sind beide katholisch und auch sehr, sehr gerne. Das heißt, es würde mich traurig machen. Aber ich würde mein Kind trotzdem genauso lieben. Insofern, obwohl es derselbe Gott ist? Weiß ich nicht. Also das ist, ich bin nicht so jemand, der denkt, das ist alles der gleiche Gott. Also ich bin nicht so Buffet-Religion. Für mich ist es dann, da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen fundamental. Also im Menschlichen bin ich sehr liberal. Im Menschlichen bin ich sehr irgendwie umgänglich. Aber im Glauben bin ich schon sehr konservativ. Ja. Und ich denke, und deswegen respektiere ich das auch, wenn andere sind, von einer anderen Religion. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich auch respektieren. Ein anderer Glaube. Dein Kind teilt im Netz Verschwörungstheorien. Okay. was für welche? Was sind für dich Verschwörungstheorien? Also zum Beispiel Flat Earth finde ich witzig. Flat Earth ist sehr witzig. Flat Earth oder Aliens? Ja. So, du glaubst nicht an Flat Earth. Nein, ne? Okay, ich wollte bloß nur mal gar nicht. Keine Ahnung, ich wollte mal bloß fragen. Bloß gar nicht. Ich kenne auch niemanden, der an Flat Earth glaubt. Mondlandung zum Beispiel. Mondlandung. Das ist für dich eine Verschwörungstheorie? Nein. Ich glaube, dass... Ich würde es so geil finden, wenn du so ein richtig klassischer Verschwörungstheorie hast, jetzt so rauskommt jetzt hier. Nein, ich glaube, es gab die Mondlandung, aber man hat auch nochmal Sachen gedreht. Ach so, meinst du das? Weil die Aufnahmen waren so, die waren wirklich da und dann hat jemand gesagt, ich habe völlig vergessen, auf Record zu drücken. Vielleicht, weißt du, ich meine, man fragt sich manchmal, manche Kamerawinkeln. Das wäre krass, das habe ich noch nie gehört. Das ist eine Mischung. Ja. Das eine ist fake, aber es ist trotzdem passiert. Das ist richtig passiert, aber man, warum man nicht? Kann dann auch nicht sagen, wir haben vergessen, auf Record zu drücken. Das wäre nein, so bescheuert. Die haben Record gedrückt, so. Aber es ist die. Du hast ja Shots, wie der ja raussteigt und von der Seite und so. Ja, ja. Und da fragt man sich, war da ja ein Kameramann vorher raus? Ist der dann der Erste auf dem Mond gewesen? Oder war das irgendwie, haben die da was irgendwie hingeworfen mit einer Kamera? I don't know. Du bringst mich durcheinander. Hä? Was? So. Stimmt. Wie hat das denn von außen? Das kann man hier von 2 Sekunden nachlesen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deine Frau ist Akademikerin. Ja, sie hat studiert, aber sie ist jetzt. Sie sagt es auch gerne, sie ist Mutter. Aber sie sagt, also sie hat ja studiert. Ja, aber nicht zu Ende. Hat sie nicht, aber dann ist sie Halbakademikerin. Ich weiß nicht, war okay. Aber sie ist auf jeden Fall mehr als ich. Was ist. Wie einig seid ihr euch über solche Themen? Sehr. Sehr? Ja, sehr. Also irgendwie sind wir gefühlt, weil wir so lange uns kennen. Seitdem... Beide Kinder. Ich war 9 und sie war 12. Und wir sind auch die ersten 5, 6, 7 Jahre beste Freunde gewesen. Und ich war dann ganz doll in sie verliebt. Aber sie sah in mir eher ein Kind und... Als ich dann 17 war und sie 20, war dann der Unterschied nicht mehr so groß. Und sie hat sich dann auch in mich verliebt. Und ja, und ich meine deswegen, wir haben uns zusammen entwickelt. Wir waren gar nicht so eigenständig alleine 20 Jahre, sondern wir haben uns zusammen entwickelt. Und deswegen, wir denken in fast allen Themen sehr ähnlich. Ja. Hattest du eine andere Freundin zwischendrin? Gar nicht. Nee, also... mir wurde das erspart. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich nicht irgendwie I didn't have to play the field. Ne? Die ganzen Groupies. Gar nichts. Also ich meine, erstmal bei Caddy Family, da ging sowieso gar nichts, weil wir waren immer beschützt. Also von unseren Schwestern, nicht von den Securities, sondern die Securities. No. Die Securities, die hätten uns eher geholfen. Angelo schläft. Die Securities hätten uns eher geholfen. Aber nee, also
Aber ich bin dankbar dafür. So, wir machen hier, wir verquatsch mich mit dir. So, hier, wir machen kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. So. Oh, wow. Gehen wir jetzt unter? Der fährt ja nicht mehr. Ich hätte ja voll Lust. Wann hattest du zuletzt Geldsorgen? Das muss bestimmt 2014. Was habt ihr mit dem ganzen Geld gemacht? Also ich hab's nie gehabt. Ja, du ja nicht, denn du warst ja der Kleine. Als ich 18 war, war schon längst alles weg. Genau. Wir haben gedacht, glaube ich, in den 90ern, das geht immer weiter so. Und die Firma, alles wurde so groß. Wir haben teilweise bis zu 400 Angestellte gehabt. Wir haben eine eigene Plattenfirma gehabt und haben das Office in Peking, Office in Amerika, in London und. Wir haben ja nicht gelernt, Business zu betreiben. Business habe ich später gelernt und hat lange gedauert, aber ich glaube, das ist alles okay mittlerweile. Ja. Wie hoch ist dein Dispo? Mein was? Dispo. Was ist das? Der Dispositionskredit, das ist der Überzugskredit bei der Bank. Habe ich nicht. Hast du gar nicht? Ich habe keine Kreditkarte und ich möchte das auch nicht. Warum? Ich mag das Prinzip nicht. Du magst Bargeld? Ich mag Bargeld oder auch einfach zahlen mit der Karte. Aber ich mag das. Ah, du willst nicht, dass das später. Ich gebe das du aus. Du machst keine Schulden. Ich gebe das aus, was ich habe. Und wenn ich sparen muss, um etwas dann zu kaufen, dann tue ich das. Und weißt du, bevor jemand jetzt irgendwie seine Waschmaschine dann doch versucht, da noch zu reparieren, kauft er sich eine Waschmaschine mit 24 Monaten null Zinsen, was auch immer. Ja, also wir produzieren damit eine Verschwendungsgesellschaft und das ist, ich finde, auch eine Form von Geldsklaverei, die wir heute weltweit haben. Die wichtigste Regel für Straßenmusik? Der Hut lügt nie. Das heißt, wenn da nichts reinkommt, machst du irgendwas falsch. Schöner Satz, der Hut lügt nie. Ja. I like it. Ja. Hast du mal Michael Jackson getroffen? Nein, wir haben tatsächlich bei Michael Jackson and Friends haben wir performt. Wir waren also von ihm eingeladen. Aber Michael war nicht da. Aber wir waren nicht alleine da, sondern 40 Künstler gefühlt. Olympiastadion München. Und keiner von den Künstlern, keiner hat ihn gesehen. Das ist aber das Schöne. DJ Bobo, der hat mir das mal gesagt. Oh, ich liebe DJ Bobo. Ja, DJ Bobo hat eine ganze Tour für Michael Jackson Vorprogramm gemacht und hat ihn nie einmal gesehen. Okay, dann weiß ich ja, wie ich als nächste Zeit lande. Aber wer weiß, vielleicht hat auch Michael Jackson nie Michael Jackson gesehen. Weiß niemand. Jetzt gehen wir wieder in Verschwörungstheorie. Also, ich komme mal zu dir nach Irland vorbei und dann können wir uns mal über. Bin ich mal gespannt, was du noch so präsentiert hast hier. Oh Mann. Wen rufst du an, wenn es dir schlecht geht? Meine Frau. Benutzt du Conditioner? Nein. Ich weiß noch nicht mal, wofür das ist. Für die Haare. Ich benutze Conditioner zum Beispiel. Ich habe irgendwann angefangen, Conditioner zu benutzen und ich sage dir, es ist fantastisch. Ich liebe es. Also ich glaube, vielleicht ist das noch etwas, was ich in meiner Midlife-Crisis vielleicht noch entdecken werde. Excuse me. Ich meine nicht dich damit. Nein, aber weißt du, andere kaufen sich eine Porsche und ich benutze dann vielleicht... Ein bisschen Conditioner. Genau. Das ist doch günstig, oder? Kommt drauf an, welche Marke du benutzt hier. Nein, ne? Früher haben wir tatsächlich oft... nicht mal Shampoo gehabt, sondern irgendein Spüli. Wirklich so dieses Froschzeug oder keine Ahnung. Weißt du, was unsere Haare alles abgekriegt haben? Als Kind, wie oft ich in irgendeinem Brunnen auf dem Marktplatz meine Haare gewaschen habe. Weißt du, wie oft ich in eine Eisdiele oder Pizzeria morgens reingegangen bin? 5 Minuten später ging ich raus von der Badezimmer, also vom hier Waschbecken da, weißt du, hab meine Haare waschen, gehe raus mit einem Handtuch und sag, Dankeschön. Das war meine Jugend. Wir haben halt im Bus kein Wasser gehabt. Ne? So. Hast du schon mal ein Wellness-Wochenende gemacht? Ja, kennst du Stangelwert? Nee, ich halte Wellness-Wochenende für eine Ausgeburt der westlichen Hölle. Ja, also es ist sehr dekadent und man macht es... Es ist so... Also wir machen es sehr selten. Ja. Ich würde sagen, so alle 5 Jahre. Ja. Und, aber es ist tatsächlich, kann auch schön sein. Also kann super schön sein. 2 Tage können sich wie eine Woche anfühlen. Ja. Star Wars oder Herr der Ringe? Oh, naja, ich bin als Star Wars Kind aufgewachsen und meine ganze Familie, meine Kinder, die sind alle Star Wars infiziert. Das ist bei uns fast wie Religion. Das ist fantastisch. Aber, es ist quasi Religion. Aber Herr der Ringe, muss ich sagen, ist unfassbar. Es ist wirklich gut. Und ich bin auch
ein Stück weit auch ein Trackie. Ich weiß nicht, ob man das darf, parallel. Oh, ja, darf man. Aber dann, welche? Kirk oder Next Generation? Mit Kirk kann ich nicht wirklich was anfangen. Dann bist du Next Generation oder Deep Space Nine. Ich bin mit Next Generation bin ich quasi reingekommen. Und bist bei Deep Space Nine aber gelandet. Deep Space Nine hat mein Herz erobert. Viele sitzen hier so und denken, was machen die beiden? Aber okay, ja, gut, dass wir uns da, aber ich bin ganz bei dir. Okay, also. Mit welchem deiner Geschwister hast du zuletzt telefoniert? Joey. Worum ging's? Es ging um, er kommt uns besuchen demnächst nach Irland mit seinen Kids. Und da haben wir nur gesprochen über genau die Tage, wo es bei uns beide geht. Das war vorgestern. Das ist sehr besonders für viele, ne? Diese 12 Geschwister. Ich kenne das, ich bin nur eine Schwester, aber ja. Mein Vater hat 8, meine Großmutter hat 14. Ich bin immer umzingelt gewesen von Millionen von Familienmitgliedern, mein ganzes Leben lang. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil natürlich einige einfach nicht mehr da sind, einige verstorben sind. Für mich war das immer, als ich immer die Kellys mit 12, ich konnte mir relativ gut vorstellen, wie das bei euch war. Aber es ist für viele halt doch ungewöhnlich. Klar, das Thema Großfamilie war natürlich früher normal. In manchen Ländern ist es noch normal. Ich würde es gar nicht anders haben wollen. Also ich bin froh, dass wir es auch haben, weil bei uns ist immer was los und es ist auch immer laut und auch manchmal stressig. Und mit einigen Geschwistern versteht man sich mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Richtig, und richtig. Das ändert sich wahrscheinlich auch über die Jahre. Total. Wahrscheinlich, wenn ich nur ein, zwei Geschwistern haben würde, würde ich wahrscheinlich nicht so schnell aufgeben. Wenn man mehr hat, dann sagt man, weißt du was, wenn ich mit denen nicht verstehe, dann kann ich mit denen sprechen. Wer ist denn das Lieblingsgeschwisterchen? Also mit Joey bin ich, glaube ich, am engsten. Und mit einem habe ich eine sehr enge Verbindung, die aber auch immer wieder auch echt schwer sein kann. Also wo wir uns dann gar nicht sprechen und wirklich, wo es sehr hart ist. Und dann wird es wieder total eng. Also ein richtiger Rollercoaster. Wann hast du zuletzt geweint? Oh, oft. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Bist du so ein Weinmensch? Ja, schon ein bisschen. ja, doch. Irgendwie. Ich auch. Das ist nicht schlimm. Ja, eigentlich. Das sind die Guten, die Leute. Das sind die Guten auf der guten Seite der Macht. Ich bin irgendwie ein harter Brocken, aber dann auch irgendwie dann doch oft eine Heulsuse. Ich weiß nicht. Irgendwie beide Extreme. Ja. Was ist das Männlichste, das du kannst? Also wenn es klassisch gedacht ist, dann ich kann Thai-Boxen. Es ist zwar eine Weile her, aber ich könnte echt einen guten Low-Kick geben. Also da wärst du auf jeden Fall im Krankenhaus. Das kann ich immer. Zerstört nicht das Bild, was ich von dir habe. Tut mir leid. Letzte Frage. Ja, ich möchte dich gar nicht gehen lassen, aber ich muss dich irgendwann gehen lassen. Was wäre passiert, wenn du ganz normal zur Schule gegangen wärst, ein ganz normales bürgerliches Leben geführt hättest, wenn das in dieser Form alles nicht da gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich daraus irgendwo versucht hätte rauszubrechen und wo ich dann gegangen wäre, damit weiß ich nicht. Hast du mal drüber nachgedacht, irgendwie sowas wie irgendeinen Schulabschluss nachzuholen? Auf gar keinen Fall. Zu haben? Auf gar keinen Fall. Finde ich auch totaler Schwachsinn. Also auch mein Sohn Gabriel, der hat so einen Fernabschluss quasi angefangen. Es hätte 2 Jahre gedauert. Nach einem Jahr hat er aufgehört, weil er mit seiner Musik so busy war. Und meine Frau war kurz so, oh, das ist eigentlich blöd. Und ich war so, wieso? Wenn er es nicht braucht, ist das Schwachsinn. Wenn er es irgendwann braucht, dann soll er es machen. Das ist auch nur in Deutschland so extrem. Ja. Du brauchst ein Abi, du brauchst dies, du brauchst das. Und ich meine, was machen wir jetzt mit allen, die ins Land neu gekommen sind? Also wir müssen doch in Deutschland offener sein. Es muss eher nach, was ist dein Talent? Was brennt in dir? Was kannst du? Und dass es Leute gibt, die das sehen und sagen, okay, komm, dann studierst du halt. Ja, und ich glaube, Deutschland muss ein bisschen flexibler werden, was das angeht. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Dir auch. Man hat einfach in Corona-Zeiten kein Ende. Normalerweise würde man irgendwas machen oder so. Jetzt muss man High Five so, und man yeah kann und check machen, und so. Also, tschüss. Ciao. Du bist ein alter Trekkie, ist das geil. Ja, wobei, wenn ich entscheiden müsste, dann wärst du Star Wars? Ja. Nee, ich würde immer nicht für. Also sag mal so,
Die neuen Filme haben es ein bisschen verkackt.